So, to our next talk. It's time to relax. You know what that means. A glass of wine or mate, your favorite easy chair, and of course, it is Wi-Fi enabled toy compromising your intimate moments. Barbara Wimmer, as free author and journalist, will tell you more about the Internet of Fails. Du hast gleich more about where IoTs got wrong. Du hörst gleich Internet of Things vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von André und Eipfen. One or two public stories and a book. Thanks. Applause. Hello everybody. I'm waiting. Guten Abend. Ich warte noch auf meine Slides, dass sie kommen. Wo sind meine Slides? That's not my slides. Die sind nicht meine Slides. Oh, thank you very much. Oh, danke schön. So, welcome to the talk Internet of Fails. Willkommen zum Talk Internet of Fails, wo IoT daneben geht. This is a very negative topic. Es ist ein sehr negativer Titel. Getting a lot of negative stories. Und wir haben viele negative Geschichten in der kommenden Stunde. Aber ich will nicht nur über Negatives reden. Is a first attempt in learning. So ein Fehler ist eigentlich der Anfang eines Lernprozesses, sodass wir am Ende des Talks über Lösungen, und ich will nicht nur Negativbeispiele bringen, sodass wir was lernen können daraus. Das ist perfekt für das Kongressmotto Tu Wat, denn wir sollten ja gemeinsam was tun. So, nobody. Most of you in this room will not know me. Die meisten von euch werden mich nicht kennen. Ich stelle mich mal vor und warum ich mit euch darüber dieses Thema spreche. Because that's probably what everybody asks me when I appear somewhere and say, oh, I. Das ist, was ich normalerweise gefragt werde, wenn ich irgendwo auftrete und ich arbeite in der IT. Actually, I work as an IT journalist. Ich bin ein IT-Journalist. Seit 12 Jahren. And, I got in contact with Internet of Things. Ich bin in Kontakt gekommen mit dem Internet of Things. When I talked to the local CERT-AT team in Austria. Wie ich dem zum lokalen CERT-Team in Wien gesprochen habe. And they first told me that the first refrigerator was caught that was sending out spam. Und die haben mir erzählt, dass es den ersten Eiskasten gibt oder Kühlschrank, wie er in Deutschland heißt. Frigidaire, der beim Spammen erwischt wurde. Und wir haben alle gelacht damals und fanden das urkomisch. Aber irgendwie hat uns gedämmert, das könnte vielleicht nicht so komisch werden. Das wird eine Entwicklung sein, die ziemlich groß sein wird. Und seit damals habe ich beschlossen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und es zu beobachten. In the next 45 minutes. In den nächsten 45 Minuten erzähle ich jetzt einen ganzen Haufen Dinge über das Internet of Things. Und das Problem ist beim IoT derzeit eine Sammlung von Fehlern an Security and Privacy. Wir werden nicht nur das Problem, sondern auch die Lösungsmöglichkeiten. Also sowohl für Consumer als auch IT-Developers. Was ich nicht liefern kann, ist detailliertes IT-Security-Zeugs. Ich erwähne fast immer die Quellen in meinen Slides.
Und wenn ihr wirklich wissen wollt, wie es funktioniert, dann, wenn ihr wirklich tief hineingeht, ich bin nur ein Journalist, ich bin nicht so im Detail, dann bitte kontaktiert die Autoren, die überall zitiert werden. That's why it's also in the ethics talk, ethics session of the Congress. In der ethics session vom Kongress ist das ist es und nicht im Security Park, weil ich kein Security Spezialist bin. I wanna start with a few numbers. Fangen wir mit ein paar Zahlen an. These numbers show the development. Die zeigen ziemlich schön die Entwicklung des Internet of Things. In 2016 gab es 6,3 Milliarden Devices. Dieses Jahr hatten wir schon 8,3 Milliarden. In 2020 werden wir 20,4 Milliarden Connected Devices da draußen. Die sind Gartner-Zahlen vom Jänner. Ich habe noch einen Slide mit Zahlen. Die sind eventuell noch vom Juni dieses Jahr etwas exakter. This slide shows that the development is actually Ausgaben, also das wächst wie die Hölle. Die Ausgaben in 2017 sind 17% gestiegen zum Vorjahr. And by 2021 global IoT spending is expected to reach about $1.4 trillion. 1,4 Billionen Dollar in 2020 werden die Ausgaben sein. Wenn wir uns fragen, was ist überhaupt das IoT? Ich werde nicht nur über das Smart Home sprechen, aber IoT ist viel mehr als Smart Home. Da gibt es alle diese Smart Devices wie Leuchtmittel. Aber das Zeug im Wohnzimmer ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema ist, dass die Verbindung Sextoys, Home Automation, Kameras, Digitalassistenten, Wearables, also das Sachen, die man tragen kann. Ich fange mit ein paar Beispielen an. Des praktischen Internet of Things. Smart coffee maker. Eigentlich eine Smart Kaffeemaschine. Was ist so schlau bei einer Kaffeemaschine? Es wird nicht smart, nur weil du mit einer App deine Kaffeemaschine steuern kannst. Das ist so wie ein Knopfes auf der Maschine selber drücken. Aber wenn ich meine Kaffeemaschine mit Fitness und Sleeping Trackers verbinde, dann weiß meine Kaffeemaschine, wenn ich aufstehe und fängt an, Kaffee zu kochen, wenn ich aufstehe. Das ist vielleicht cool, aber das ist natürlich auch sehr gefährlich. Weil du weißt ja nicht, ob die Daten, die da herumgeschupft werden, sicher sind. Also, was ihr alle wisst, Autos werden inzwischen auch mit Internet of Things gesteuert. Das ist ein Spielzeug, was für 350 Dollar verkauft wird. Nein, 350 Euro. Und dieses Auto kann neben dir sitzen und einen Film mit dir zu sehen. Und es kann auch den Film kommentieren. Das klingt eigentlich recht witzig. Aber es ist witzig. Aber das heißt, das ist ein Mikrofon und das wartet auf die richtigen Wörter im Film und dann macht es Kommentare. Das Mikrofon kann nur durch eine App deaktiviert werden. Es gibt keinen physischen Knopf. Eine andere Sache ist, wenn man dieses Geschenk zu Weihnachten kriegt, für 350 Euro, was ziemlich teuer ist, dann updatet es erstmal für 340 Minuten, bevor man es überhaupt benutzen kann. Das nächste Beispiel
Ihr lacht schon. Ich nenne es Internet der Scheiße, weil man nichts anderes dazu sagen kann. Es ist ein Sensor für die Toilette, was eine kleine Box ist, die man in die Toilette packt. Und diese Box hat einen Sensor. Diese Sensoren analysieren dann den Stuhlgang. Diese Daten werden dann in die Cloud gesendet. Diese Sachen könnten sehr hilfreich sein für Leute mit chronischen Krankheiten. Chronische Krankheiten mit Verdauungsproblemen. Aber es ist eher designed für gesunde Leute, die an einer gesünderen Ernährung interessiert sind. Also analysieren sie ihren Stuhlgang. Es klingt vielleicht ein bisschen komisch am Anfang, aber diese Daten, die gesammelt werden, könnten auch für andere Dinge benutzt werden in der Zukunft. Es ist ein perfektes Beispiel für das Internet der Scheiße. Aber es gibt noch ein anderes Internet der Scheiße. Das ist nämlich ein Twitter-Account, der witzige kleine Stories sammelt. Ich bin nicht dahinter, aber ich habe versucht, die Person zu kontaktieren, aber ich bin nie durchgekommen. Sie sammeln Beispiele vom Internet der Scheiße. Ihr könntet ihm ja vielleicht folgen, wenn es euch interessiert. Nachdem ich ein paar Beispiele vom Internet of Things gezeigt habe, möchte ich ein bisschen fokussieren auf dem Problem. Wie ich davor schon gesagt habe, nicht alles ist nett, schön, komfortabel. Das Problem ist, dass die meisten Hersteller, die IoT-Zeugs tun, einfach alles verbinden. Also bevor sie das gemacht haben, haben sie manuell bearbeitete Geräte hergestellt. Sie hatten sehr viel Wissen in dem Bereich der Materialien, Ergonomie und so weiter, aber haben kaum Wissen im Feld der IT-Sicherheit. Und das habe ich herausgefunden, als ich tatsächlich mit den Herstellern geredet habe und sie interviewt habe, und genau das haben sie gesagt. Zum Beispiel ein Hersteller aus Österreich, der Glühbirnen herstellt seit vielen, vielen Jahren. Die hat vor kurzem in 2015 verbundene Glühbirnen gebaut. Und als sie das getan haben, habe ich sie gefragt, wie groß ihr IT-Security-Abteilung ist. Und eine Person, sagten sie. Sie hatten eigentlich kein Wissen was denn so wirklich wichtig sein könnte im Bereich der Security. Die wussten einfach nichts. Die machen, das Ergebnis ist, dass diese Leute die gleichen Security-Fehler machen, als die Hightech-Industrie schon vor 15 Jahren gemacht hat. Also die 2000er haben angerufen und haben gesagt, die hätten gern ihre Lack of Security back. Und so, dort sind wir. Also wo sind die klassischen Probleme? Erst einmal hardcoded Passwörter. Unsichere Bluetooth-Connection, permanenter Cloud-Server an und auch noch weiteres von dem Zeug. Also von diesen 20 Milliarden Devices, da werden ganz viele unsichere Devices darunter sein. Das gibt Botnets und DDoS-Attacken und das Internet wird auch noch in die Knie gehen.
for those who are not familiar with the terms. Für die, die nicht wissen, was das ist, ein Botnet ist, ich versuche eine ganz kurze Erklärung zu sein, worüber ich rede. Ein Botnet ist ein Netzwerk an infizierten Privatcomputern oder mit einer Schadsoftware in infizierten, ohne dass die Besitzer davon wissen oder die Operators davon wissen, genauso wie der, hauptsächlich zum Spam versenden, so wie der Eiskasten Frigidaire. 750,000 Spam-Mails. Ein so ein Kühlschrank hat 750,000 Spams ausgesendet. So ein Botnet hat natürlich einen Besitzer, der kontrolliert dieses Botnet. Und der kann damit natürlich auch DDoS-Attacken, das sind also verteilte Service-Attacken, die das Distributed Denial of Service Attacken. Da schickst du einfach so viele Anfragen an einen bestimmten Website, dass die anderen Benutzer ihn nicht mehr erreichen können. Das führt normalerweise zum kompletten Shutdown dieses Websites. Also ich erzähle da nicht irgendwelche theoretischen Möglichkeiten, das gab es schon. Der größte Internet-Niederzusammenbruch war Mirai. Der hat Twitter, Reddit, Spotify, PayPal und weitere andere große Services in 2016 offline gestellt. Der Mirai ist ein DDoS bei also sogenannte Zombie-IoT-Devices. Das war vor einem Jahr. Mirai Botnet Infections are still widespread. Die sind noch immer weit verbreitet. Das ist ein bisschen ein Kinderreim abgeschrieben hier. Und nicht alle Devices sind inzwischen sicher. Also, es gibt eine Untersuchung, die sagt, jede Botnet-Infektion, bleibt normalerweise bis zu 7 Jahre. Das heißt, dein unsecured device könnte noch infiziert werden und weitere 7 Jahre da draußen bleiben. Das sollten wir uns möglichst schnell was überlegen und nicht warten, bis 2020 eintritt. Mirai sollte bis 2017 weiterlaufen. In 2017 gab es eine Reihe von anderen Distributed Denial of Service Attacken. Im November gab es einen Botnet-Attack. Also es ist dann auch eingetreten. In 2017 we also had a huge increase in DDoS attacks. 35% mehr DDoS-Attacken im ersten Quartal, fast doppelt so viel mit 91% Steigerung, und es wird weiter steigen. Ich muss einen kurzen Schluck Wasser trinken. Now we are coming back to examples. Gehen wir zurück zu den Beispielen. Ein schönes Beispiel ist eine Universität, die bei ihren eigenen Verkaufsmaschinen angegriffen wurde und ihren Smartbulbs. Und insgesamt 5.000 IT-Devices. Und die wussten nicht, was sie tun sollten, wie sie es fixen, wenn sie hätten können, die ganze Universität abdrehen. Also sie mussten das Stück für Stück machen, war irrsinnig kompliziert. Und die drauf gekommen sind sie nur, weil die Studenten sich beschwert haben, dass das Internet so langsam ist. Ja, dann gibt es das Aquarium, das ein Casino gehackt hat.
actually in a fish tank in a American casino. In einem amerikanischen Casino war in einem Fischtank, also in einem Aquarium, so Sensoren, die das überwacht haben auf Temperatur und also die Qualität des Wassers, damit die armen Fische nicht sterben. Und der hat diese Sensoren haben die Daten natürlich an einen Computer geschickt, der das kontrolliert. The sensors, so actually the cybercriminals could die Attacker, die Angreifer konnten diesen Computer übernehmen via den Sensoren und haben das an ihre eigenen Server in Finnland geschickt und haben da ganz viel Daten gesammelt. Ein nächstes Beispiel. Ich weiß nicht warum, aber es ist mein Lieblingsbeispiel von all den Beispielen, die ich im letzten Jahr gesammelt habe. Bei einer Überwachungskamera von einer holländischen Frau. Eigentlich wollte sie nur ihren Hund überwachen, während sie nicht zu Hause war. Und was hat die Kamera gemacht? Aber wenn sie zu Hause war, ist ihr die Kamera nachgefahren und hat sie permanent, hat ein Mikrofon integriert und eines Tages begann es mit ihr zu sprechen auf Spanisch. Hola, señorita. Und die ist natürlich aus allen Wolken gefallen, war total verstört. Und sie hat versucht, hat es aufgenommen, weil sie gedacht hat, das kauft mir keiner ab, sonst wenn ich keinen Beweis habe. Eigentlich wollte sie nur ihren Hund überwachen und jetzt wurde sie selbst gehackt. Es war auch eine sehr billige Kamera. Sie hat sie im Supermarkt gekauft. Wir kennen in diesem Fall nicht den Namen des Herstellers. Jetzt kommen wir von einer sehr billigen Kamera zu einer sehr Hightech-Kamera. Man sieht sie hier. Das ist eine, die gebaut wird, die in vielen Firmen benutzt wird. Es wurde eine Sicherheitslücke gefunden von einer Sicherheitsfirma, SEC Consults, und sie haben mir demonstriert, wie sie in diese Kamera sich reinhacken konnten und wie sie es möglich machen konnten, dass diese Kamera von einem leeren Raum Bilder zeigt in einer Bank, sodass die Bilder von dem leeren Raum zu mir gezeigt werden, aber die Bank während der Zeit ausgeraubt werden könnte. Also, sie wurde natürlich nicht ausgeraubt, aber sie könnte es. Das klingt fast wie eine Szene aus einem Film, aber das ist eine Kamera, die als eine Sicherheitskamera verkauft wird, was natürlich komplett nutzlos ist, wenn sie dann gehackt werden können. Das Problem bei dieser Kamera war Hardcore-Passwörter, also mit anderen Worten, welche, die voreingestellt waren. Dieses Problem wurde behoben daraufhin, nachdem es ihnen mitgeteilt worden ist. Kommen wir zu einem anderen Beispiel. Das erklärt auch, warum hier dieses Spielzeug sitzt. Vor diesem Talk wurde mir gesagt, das ist sicherlich dein Lieblingsspielzeug und du hast es mitgebracht, damit es dich schützt. Und da habe ich gedacht, nein, das ist eigentlich eins der unsichersten Geräte, was es überhaupt gibt. Bevor wir dorthin kommen, zu diesem Gerät, werde ich jetzt erstmal im Allgemeinen über verbundene Spielzeuge reden. Die Deutsche Stiftung Warentest hat eine
Studie gemacht bezüglich verbundenen Spielzeugen. Die Leute haben verschiedene Spielzeuge getestet und alle die Bären und andere Spielzeuge hatten alle große Sicherheitslücken und manche waren so super kritisch und andere waren nur kritisch. Das Problem mit diesen Spielzeugen war, die Bluetooth-Verbindung, die sie benutzen. Und diese Bluetooth-Verbindungen sind nicht durch irgendeine Form von Passwort oder PIN gesichert. Das heißt, irgendjemand, der dicht genug dran ist und konnte Kinder hören oder mit ihnen reden oder sie mit ihnen sprechen. So, tatsächlich gibt es hier dieses kleine Einhorn. Das hat eine App, mit der man Nachrichten senden kann an das Einhorn. Was kann es tatsächlich? Es kann Nachrichten abspielen. Als ein Kind kann man Nachrichten aufzeichnen und zu Mama oder Papa senden. Wenn man die Nachrichten abspielen möchte, dann blinkt das Herz. Das heißt, hier wartet eine Nachricht auf euch. Ich weiß nicht mehr, ob es die gleiche ist, die ich vorhin aufgezeichnet habe. Vielleicht ist es so. Vielleicht ist es inzwischen nicht mehr so. Bin ich mir nicht sicher. So, everybody can. So, this. Sorry. This device. Dieses Gerät hat eine App, mit der man diese Nachrichten senden kann. Es hat auch ein Interface für die Kinder. Und wenn man das Interface für die Kinder benutzt, dann sieht man da Werbung. Und zum Beispiel in dem Kinderinterface gab es Werbung für Pornografie und anderes Zeugs, was nicht am besten für die Kinder wäre. Das hat auch Stiftung Warentest darüber herausgefunden, über die Geräte. Die Daten werden auch auf Drittanbieter weitergeleitet und die konnten auch das Verhalten der Eltern nachvollziehen. Das passiert auch mit diesem Spielzeug hier. Das heißt, Stiftung Warentest empfiehlt, dass ein nicht verbundenes Gerät vielleicht eine bessere Wahl wäre. Bevor ich jetzt den Button drücke, rede ich noch ein bisschen über Kayla. Ihr habt wahrscheinlich schon von Kayla gehört. Es ist eine sehr unsichere Puppe. Es wurde in Deutschland sogar verboten, in Deutschland, weil es eine verbotene Broadcasting-Station und Eltern, die sie nicht zerstören, denen werden tatsächlich Strafen angedroht. Das hilft auch nicht, wenn man sie in Österreich oder ähnliches kauft. Das ist das Resultat einer Kampagne aus Norwegen, Hashtag Toyfail. Das ist eine norwegische Organisation, die Kayla sich angeguckt hat. Und sie gehen in das Europäische Parlament damit, um ihnen zu zeigen, wie diese unsicheren Spielzeuge sehr viel Schaden erzeugen und wir uns darum kümmern sollten, sichere Spielzeuge zu kreieren. Ich habe euch ein Video mitgebracht und ich hoffe, wir hören das Audio auch. No. You don't hear anything. Nein, leider hört man nichts. Aber sind Unterschriften. Das ist Kayla und IQ, Internet Connected Toys. Die sind nicht so unschuldig, wie sie ausschauen. Im Gegenteil, sie sind hoch unsicher. Mit ganz einfachen Schritten kann ich sie als Devices, mit denen ich
Er hört uns noch immer. Sie geht ganz weit. Ich kann auch hinausgehen und das macht noch immer scarer. Sie hört mich noch immer. Und diese Unterhaltung zwischen dem Puppe und dem Kind wird direkt an eine Firma in Massachusetts und die kann dann gesandt und die kann dann mit den Daten machen, was immer sie will. Das sind die Terms, die du akzeptest, also die Bedingungen, die du akzeptierst, wenn du das Ding kaufst. Und da machen sie gezielte Werbung damit. Werbeanalysen. Das wäre ein Tracker. Die können diese Benutzungsbedingungen irgendwann ändern, wann immer sie wollen. Sie brechen dabei einen Haufen Consumer-Gesetze. Keiner, kann ich dir vertrauen? Ich weiß es nicht. Teufel. Wir trauen Kayla nicht und wir trauen auch nicht dem kleinen Einhorn in ihr. Ah, der Vorführeffekt, ich höre nichts. Okay, somebody has hacked it. Irgendjemand hat das offenbar schon gehackt. Yes. Ja, da war schon jemand drinnen. Ha. Hallo, Communication Congress. Das ist das, was ich drauf getan habe. But there is some time left. Maybe, but you're all sitting too far actually, and nobody of you brought your computer. So. Naja, ich gehe mal davon aus, dass ihr zu weit weg sitzt, dass das Bluetooth hier nicht greifen kann. Aber wir können es ja. Trust this unicorn. Aber auf jeden Fall sollte man diesem Einhorn nicht vertrauen. Called Cloud Pets. Das Unternehmen, das hier heißt, heißt Cloud Pets. No, sorry. Nein, Entschuldigung. Called Cloud Pet. Ah, es heißt ein Cloud Pet, also ein Cloud Schmusetier. Da gibt es auch Katzen und Hunde und eben auch Einhörner, Verzeihung. It's a unicorn. And actually, now I'm already talking a lot about this. Why I'm explaining now. Ich rede schon einen ganzen Haufen. Und der Grund, warum ich das erzähle, ist, mit diesem Spielzeug wurde schon ein Data Breach, also ein Datenleak gemacht. Wurde schon gestohlen und wurden Daten, 2 Millionen Voice Messages wurden im Internet veröffentlicht. Free on the Internet. Diesmal für free, also umsonst. Wir wissen nicht warum, aber. But the data was there, so that's also why I brought this. It was das ist auch der Grund, warum ich das mitgebracht habe. Die Spielzeuge sind immer erwerbbar. Porn ads, so. Und da kann passieren, dass da auf Porno läuft. Und das sollte man seinem Kind vielleicht nicht so. Es gibt eigentlich eine, de facto gibt es eine Reihe von Organisationen, die davor warnen. Die UK, also die britische hat eine Studie gemacht, die Gruppe Witch, die deutsche Stiftung warnt jetzt, die österreichische Verband der Konsumentinformation, VKI, die Norweger und das FBI, das amerikanische Federal Bureau of Investigation. Überlegen Sie sich, ob du wirklich ein connected Spielzeug für dein Kind willst oder für dich, weil hier kommen wir zu den Sextoys. Ja, das ist ein Wortspiel, eine internetverbundene Vibrator mit eingebauter Webkamera versagt beim Eindringungstest.
Da muss ich jetzt sonst dazu nichts sagen. Eigentlich ein Vibrator mit einem Internet, mit einer eingebauten Kamera. Diese Kamera ist, wie die meisten, ziemlich unsicher. Nein, und nicht nur die billigen Dildos. Es gibt die Smart-Dildos, auch die Hightech-Sachen sind ziemlich unsicher. Die kosten $250 und mehr. Mit einem eingebauten Web-Connected Endoscope. Das wurde bei der UK Security Outfit und getestet und sie fanden eine Reihe von schweren Security-Fehlern. Das Passwort ist 10x8. Wenn du vergisst, das zu wechseln, da könnten dir vielleicht wesentlich mehr Leute zuschauen, als du dir da eigentlich gerade vorgestellt hast. Actually, in this, sorry, go back one more time to this example. There's a very funny video on it on YouTube. Da gibt's auf YouTube ein sehr komisches Video über dieses Ding. Wenn ihr das mal anschauen wollt, ich habe es mir verkniffen, es zu zeigen, aber ihr könnt es ja anschauen gehen. Smart Dildo. Nächstes Beispiel. Eine Sextoy-Erzeugungs- und ein Unternehmen, das Sexspielzeug erzeugt, hat zugegeben, dass sie Sex-Sessions von ihren Verbrauchern mitgeschnitten haben und haben das einen kleinen Fehler genannt. Ihr seht hier das Icon. Da gab es den Vibrator war mit einer App zu kontrollieren und der kontrolliert und nimmt auf jedes Geräusch, das du machst beim Sex und stört es auf deinem Telefon, ohne dass du es weißt. Das Unternehmen hat dann gesagt, keine Information oder Daten wurden zu den Servern des Unternehmens gesendet und diese Audio-Files existieren nur zeitweise und ein Update hat diesen Bug gefixt, angeblich. Ich wollte nur zeigen, wie unsicher so Sexspielzeuge sein können. Gibt es einen ganzen Haufen anderer Beispiele da draußen? Einer davon sollten Sie ganz sicher, nicht jetzt noch, aber nachher dann nachschauen, bitte. Ja, ja, mit Google oder vielleicht doch DuckDuckGo. Blowjob Injection. Schaut nach über Blowjob Injection. Und Security. Aber sonst kommt ihr, Vorsicht, Blowjob Injection Security, sonst kommt ihr auf die falschen Sites. Das war ein weiblicher Security-Expert, die da Arbeit geleistet hat. Which actually was supposed to your girlfriend could make you a special program, your special blowjob. And it could be hacked. Konnte dir deine Freundin deinen Fellatio spezielle machen und das konnte man dann hacken und das landete dann ganz woanders, als es hätte landen sollen. Das geht, also. Ja, da gibt es natürlich auch ein Buttplug, wenn ihr wisst, was das ist. Ja, auch diese Geschichte könnt ihr dann suchen. Buttplug. Wir könnten noch einmal, ich wollte noch ein paar andere Sachen erzählen. Da gibt es ein Projekt, das heißt Internet of Dungs Project. Hacking Sex Toys für Security und Privacy. Wird unterstützt von Pornhub. That they get money from Pornhub. Die bekommen Geld von Pornhub. Und damit gehen sie und kaufen sie ihre Objekte, um ihre Research darin zu machen. Pornhub unterstützt sie also. Ich habe mit dem Random Man geredet, der hinter dem Projekt steht. Das ist übrigens die Website.
Er hat mir erzählt, dass sie zurzeit 15 bis 20 Leute sind, die Sicherheitsforschung betreiben, in ihrer Freizeit tun. Sie kriegen keine Form von Geld und sie wollen auch kein Geld bekommen. Aber sie suchen schon nach weiteren Sicherheitsexperten, die das Team joinen wollen, dem Team beitreten wollen. Sie haben auch einen Kodex. Eines der wichtigsten Dinge, die er mir gesagt hat, ist, dass er nicht möchte, dass man von verbundenen Sexspielzeugen komplett weggehen soll, sondern dass wir dafür sorgen sollen, dass wir sie alle nutzen können, wenn man sie benutzen möchte, ohne irgendwelche Angst. Man kann mit ihm in Kontakt treten, wenn man interessiert ist. Kommen wir mal zu einem anderen Thema. Ihr könnt sehen, dass wir hier von Sicherheit zu Sicherheit und Privatsphäre wechseln. Und jetzt sind wir bei der Privatsphäre. Das ist Google Home. Wir wissen, dass es auch Amazon Echo gibt. Das ist ein sogenannter digitaler Assistent, welcher auch ein Smart Internet of Things Gerät ist. Ich werde bloß ein bisschen kurz reden. Ich bin mir ziemlich sicher, viele Leute haben sowas zu Weihnachten bekommen. Tatsächlich gab es einen großen Anstieg von digitalen Assistenten dieses Jahr. Im Quartal 3 2016 gab es nur 900.000 solche Geräte und Quartal 3 2017 hatten wir mehr als 7,4 Millionen von solchen Geräten verkauft. Es gibt also einen großen Anstieg und ich habe noch nicht mal die Zahlen der Weihnachtszeit. Ihr habt es gesehen. Warum möchte ich darüber reden? Wenn man diese Sachen bei sich zu Hause hinstellt, kann es zwar sehr komfortabel sein, weil man nicht die Wetterinformationen nachschlagen muss, man muss nicht die E-Mails lesen, man kann das Gerät dafür sorgen, dass es seine E-Mails liest, man kann die Einkaufslisten verwalten lassen und so weiter. Aber das ist auch die Methode, auf die sie sehr viel über dich lernen. Und die Geräte lernen immer mehr Informationen über dich. Diese Informationen bleiben nicht in deinem eigenen Zuhause, sondern sie gehen auf die Server von Amazon und Google. Und ich brauche euch wahrscheinlich nicht zu sagen, was Amazon und Google mit diesen Daten macht. Zurzeit sammeln sie es nur. Aber es ist sehr wertvoll. Die Daten meine ich. Sie könnten es irgendwann verkaufen oder auf irgendwelche anderen Weise zu Geld machen. Also all die Sprachkommandos, die nach OK Google oder Alexa gemacht werden, werden ins Internet gesendet und auf ihren Servern gespeichert. Aber es wurde mir nicht klar, auf welchen Servern und für wie lange es gespeichert werden. Und ich habe danach gesucht in den Terms and Conditions, aber ich habe es nirgendwo finden können. Andrea Vossoff, eine Privatsphärenbeamte, hat gesagt, es ist nicht klar, wo die Informationen gesammelt oder bearbeitet wird. Außerdem ist auch nicht klar, wie lange es gespeichert wird. Also wenn ihr die Dinge immer noch zu Hause haben wollt, da gibt es ja den physischen Mute-Button drauf. Und ihr könnt in den Settings auch ändern,
dass die Daten, die gesammelt werden, gelöscht werden. Aber natürlich weiß man nie, ob sie es tatsächlich tun und ob in welchen Backups es noch drinnen steckt. Amazon und Google behaupten, dass ihre Devices nur nach dem Voice-Command Alexa beginnen zu recorden. Aber beide Devices wurden schon im Vorjahr gehackt. Ja, natürlich wurden das abgedatet. Aber wenn ich sage, sie wurden gehackt, dass diese Devices 24/7 mitgeschnitten haben, alles, was bei dir zu Hause abgelaufen ist. So, jetzt kommen wir. Jetzt sind leider die lustigen Beispiele vorbei. Jetzt kommen wir zum ernsten Teil des Talks. Was können wir dagegen tun? Was können wir überhaupt machen? Das Fehlen der Sicherheit und das Fehlen der Privacy im Internet, das ist das Status quo. Es gibt eine Informationsasymmetrie zwischen Verkäufer und Konsumenten. Die Erzeuger müssen überhaupt keine Informationen über Sicherheit und Datensicherheit und wie lange es Updates geben wird. Du kaufst das Device und du hast eigentlich keine Ahnung, ob das überhaupt abgedatet wird, wie sicher es ist und ob du je damit sicher sein wirst oder nicht. Was wir brauchen, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Wir brauchen einmal irgendein Ad Rating System. Das habe ich dem grünen Albrecht, dem Europaparlamentarier, aus seinem Programm geklaut, weil er hat sich damit schon lange auseinandergesetzt und seine Ideen sind sehr gut. Auch der Renderman, von dem ich vorhin gesprochen habe, hat mir ein paar Ideen gegeben. And I also stole some of the information. From security experts I talked and interviewed. Und natürlich habe ich auch von anderen Security Experts, weil wir Jan, mit denen ich interviewt habe, weil die erzählen mir nicht nur die grauslichen Sachen, sondern die sagen mir ja auch, was sie sich denken, was man verbessern könnte. Und einige von ihnen haben gesagt, wir sollten eine Art Rating-System haben, wo wir die Sicherheit, so wie das Energy Labeling, das ist so wie diese Liste von A bis F, die auf den Eiskästen klebt und so. Also wenn es garantiert 5 Jahre lang Security Updates kriegst, dann kriegt das ein A-Rating. Und wenn das nicht garantiert ist, kriegt es ein F-Rating. Verkäufer sollten gezwungen werden, die Security, die Failures zu fixen, statt sie einfach zu ignorieren. Sie sollten auch eine E-Mail-Adresse beisteuern, wo man das reporten kann. Weil eines der schwierigsten Dinge überhaupt ist bei dem jeweiligen Produzenten herauszufinden, wer überhaupt dafür zuständig ist und mit wem man sich darüber unterhalten kann. Was wir noch brauchen, ist ein zwingend einstellbarer Offline-Mode für diese Electronic Devices. Als Airbag und Seatbelt für den digitalen Zeitalter. Und es sollte auch eine Produkthaftung und eine klare Update-Policy vorhanden sein. Seatbelt for the digital age. And we also have to talk about product liability and a clear update policy. So there are also good examples. Es gibt auch ein paar gute Beispiele. We are having now actually all what I was talking about here is alles, was ich hier erzählt habe, sind alles nur Vorschriften. There is
nicht, noch nicht existierende Vorschriften, die wir aber gerne hätten. Es gibt aber eine Art von Vorschrift, das ist die GDPR, General Data Protection, also allgemeine Regeln für Datenprotektion, die im Mai 2018 von der EU rauskommt. Und ein paar ganz hilfreiche Sachen kommen da hin. Also Privacy by Design. Die Dinge müssen so designt sein, dass sie Privacy garantieren und dass sie so eingestellt sind, defaultmäßig, dass sie das auch tun. Und es muss auch mehr Möglichkeiten geben, dass das Gesetz eingreifen kann. Es gibt derzeit überhaupt keine Gesetze oder kaum gesetzliche Vorschriften. Und ich kann niemanden zwingen für Privacy by Default. Das macht der Vendor, also der Verkäufer, wenn er will. Aber einige haben mir schon gesagt, nein, das wollen wir nicht integrieren. Wir werden so lange warten, bis wir dazu gezwungen werden. Ah, das brauchen wir nicht. Warum sollen wir das machen? Max Schrems, Max Schrems, das ist der Internetaktivist, der österreichische, der das sich mit Facebook angelegt hat, der wird auch in zwei Tagen hier sprechen. Der hat gesagt, jede neue Technologie bekommt eine Phase zuerst der Begeisterung. So schaut er aus. Ich als Konsument kann ich verlangen, Kompensierungen, also Entschädigungen für alle Datenlecks, die auftreten oder irgendwelche anderen Verletzungen der Data Privacy. Wenn 4 Millionen Leute ein Unternehmen klagen und für alle 4.000 Euro Schadenersatz, das würde sie zum Nachdenken bringen. Das dürfte dann ziemlich teuer werden. Was können Konsumenten tun? Also ihr könnt niemand selber klagen, das ist aber, ihr könntet Organisationen unterstützen, die euch helfen, für eure Rechte einzutreten. Zum Beispiel neue Organisation von Max Schrems, die Neub EU. Ihr habt das vielleicht schon gesehen. Ich will euch nicht auf eine ganz bestimmte Organisation einschwören, aber ihr solltet euch ernsthaft überlegen, Organisationen zu unterstützen, die konzertierte Aktionen setzen und dagegen vorgehen können, damit das dann vielleicht doch in Gesetzesform geht. Mal nachschauen auf noyb.org. Was kann man noch machen? Sich immer die Frage stellen, braucht dieses Device wirklich eine Internetverbindung? Viel können wir sonst nicht tun. Und kann man sie abdrehen? Und wird das Produkt immer noch funktionieren anschließend? Was für Informationen finden wir darüber auf dem Internet? Können wir den Verkäufer erreichen? Hat er dort eine Stelle, die sich mit Datensicherheit und Compliance auseinandersetzt? Können wir wen dort fragen? Sometimes also clicktivism helps. Manchmal kann man auch mit so in vielen Fragen clicktivism, wie das, wenn man das nennt, Erzeuger dazu zwingen, dumme Entscheidungen vielleicht dann doch zurückzunehmen. Weil zum Beispiel die Erzeuger von Staubsaugern verkaufen die Daten, die die Staubsauger sammeln, in den Wohnungen und da könnte man sie zwingen, dass sie damit aufhören. Nach dem Shitstorm hat der CEO das zurückgedreht. Manchmal kann Klicktivismus auch helfen. Man sollte auch auf jeden Fall immer die Grundlagen von IT-Security im Auge behalten, Updaten machen, das Netzwerk für die Internet of Things Geräte separieren, gute Passwörter benutzen, offene Hardware unterstützen, offene Software unterstützen,
Produkte, wo die Daten lokal gespeichert sind, sind immer eine bessere Option für Privatsphäre. Und man kann natürlich auch seine eigenen Geräte bauen. Dann hat man selber die Kontrolle. Was können Entwickler tun? Man kann Privatsphäre designmäßig unterstützen, Sicherheit durchs Design unterstützen. Man sollte von Anfang an darüber nachdenken und seine Verantwortung übernehmen. Was kann IT-Security tun? Man kann die Hersteller auf die Probleme aufmerksam machen. Man kann die Internet of Things Security stärker machen. Man reportet die Sicherheitslücken. Man veröffentlicht seine Forschung und man unterstützt die Arbeit voneinander, um eine stärkere Stimme zu haben. Ich komme jetzt zum Ende meines Vortrags und zum Ende des Themas. Wie viele müssen getötet werden in dem Internet von tödlichen Dingen, bevor irgendwas passiert? Die haben da das verglichen mit dem Eisenbahnkonstruktionszeitalter. Da war es viele Probleme mit problematischen Bremsen und so weiter. Es ist außerdem auch vergleichbar mit der Autoindustrie. Erst mit den Pflicht. Pflicht-Anschnallgurten konnte es besser gemacht werden. Und deswegen fragt diese Person, müssen wir wirklich ein paar Leute erstmal töten, bevor irgendwas passiert? Er denkt aber, leider denke ich, das wird vermutlich so passieren. Das heißt, Sicherheitsstandards können nicht früh genug kommen für das Internet of Things. Und ich stimme dem vollkommen zu, wir brauchen solche Standards sehr bald. Am Ende meines Vortrags, falls wir noch etwas Zeit haben, dann würde ich gerne die Fragen und Vorschläge haben. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you, Barbara. Danke, Barbara. Das war ein cooler Talk. So, bitte, wenn ihr hinausgeht, nur links hinausgehen. Fragen. Ich sehe eine Frage aus dem Internet von den Signal Angels. Hello? Okay. The Internet wants to know, das Internet will wissen, don't have any IT security whatsoever. Wenn diese Unternehmen oder de facto keine IT-Security haben, was können wir tun, um sie zu mehr zu überzeugen? As consumers. Yeah, basically. Yeah. Ja, als Konsumenten. Was ich gesagt habe, ich würde mich ihnen kontaktieren und sie um Standards bitten. Das könnte der erste Schritt sein, dass man sie einfach mit ein bisschen E-Mails zuschüttet, sie anruft und ihnen signalisiert, dass hier ein Bedürfnis ist. Und wenn man sagt, können Sie mir sagen, weil sonst kaufe ich Ihr Produkt nicht. Also mit einer echten Drohung verbunden. Any other question? Irgendwelche anderen Fragen? Okay, in this case, again, in diesem Sinn, a very warm round of applause. Danke, dass ihr zugehört habt.